willkommen zu einem neuen Video, mal wieder von meinem Schreibtisch aus. Und zwar habt ihr das Video von meinen Top 5 Reitsport-YouTubern ziemlich oft angeklickt. Und da dachte ich mir, ich mache einfach noch einen zweiten Teil. Und habe mir wieder 5 Reitsport-YouTuber ausgesucht, die ich euch unten in der Infobox auf jeden Fall verlinken werde. Heute trage ich überhaupt hier mein schönes Polo-Shirt vom Fräulein Pusteblume-Shop. Der ist auch unten in der Infobeschreibung verlinkt. Und dann fangen wir einfach mal direkt an. So, ich habe jetzt mal angefangen mit Binibo. Die haben ja auch einige schon unter meinem letzten Video erwähnt, ob ich die gar nicht gucken würde. Doch, gucke ich. Aber nicht ganz so häufig wie die anderen 5, deswegen kommt sie jetzt erst im zweiten Teil. Aber ich mag es total gerne, dass sie einfach, ja, sich auch so bemüht mit ihren Pferden und dass da immer was Neues kommt, dass sie sich was Neues überlegt und dass man einfach merkt, dass es wichtig ist für sie, dass es ihren Pferden gut geht. Ich fand es sehr interessant zu sehen, wie sie auf den großen Turnieren dieses Jahr unterwegs war bis jetzt. Und habe auch mir gerne angeguckt, wie sie Interviews geführt hat mit anderen berühmten Reitern oder bekannten Reitern. Und das fand ich echt ganz gut. Doch, doch. Gefällt mir sehr gut. Und dann kommen wir mal zu einer englischen Reitsport-YouTuberin. Blob the Cop, die kenne ich schon gefühlte 100 Jahre. Die gucke ich auch schon ganz lange und die hat ein ganz tolles Rapp-Pony. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Pony ist, aber so einen kleinen Rappen hat sie auf jeden Fall. Und ich glaube der Nero, doch Nero, der The Dark Emperor, auf jeden Fall finde ich den total cool. Ich habe ihn mir früher immer gerne angeguckt, wie er springt. Ne? Die springt halt auch, so Springreiterin, und mittlerweile hat sie ganz viele verschiedene Pferde. Und ich mag aber ihre bearbeiteten Videos immer sehr, sehr gerne. Also die gucke ich mir wirklich sehr gerne an. Die Vlogs, da muss ich schon in der Stimmung für sein, weil ist halt alles auf Englisch. Aber diese bearbeiteten Videos finde ich total klasse und kann ich nur empfehlen. So, dann noch jemand, den ich auch schon sehr lange gucke und den ich auch schon live gesehen habe. Und zwar Kim Bruschig. Die kenne ich noch aus ihrer Ponyzeit, wo sie ihre Ponys Top Gizmo und Marakai hatte. Das ist mittlerweile aber auch schon lange, lange, lange her. Ich wüsste jetzt nicht ganz genau wann, aber mindestens 4 Jahre, würde ich sagen. Ich möchte aber nichts versprechen oder was falsch sagen. Ich weiß nicht genau, aber ganz lange auf jeden Fall schon. Und nach ihren beiden Ponys ist sie ja ein bisschen FEI geritten und ist dann jetzt auf die Großpferde umgestiegen. Und mit ihrer Stute Powerfee habe ich sie schon einmal live gesehen, hier in Bielefeld bei uns. Und ja, ich finde sie als Mensch sehr sympathisch. Ich finde ihre Pferde total klasse, also da werde ich immer so ein bisschen neidisch, aber man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall guckt auf jeden Fall mal bei Kim vorbei. Finde ich auch immer sehr interessant, sehr gute Videos. Und sie macht auch kleine FMAs aus dem Stall. Und der Stall lohnt sich auch auf jeden Fall, dass man sich so ein FMA mal anguckt. So, dann geht's weiter mit Kubilox Vlogs. Ja, einige kennen bestimmt Jenny mit ihrem Hengst Mambo, aber Jenny hat auch noch die Schwester Fabi. Und die hat ja jetzt den Schenkenkuba Libre, oder jetzt dieses Jahr oder so. Jedenfalls hat sie jetzt ein eigenes Pferd auch bekommen, den Schenkenkuba Libre. Und ja, es geht halt um ihn, um den Alltag. Es sind halt Vlogs, Turniergeschehen, Alltagsvlogs. Finde ich auch immer sehr nett und ich finde einfach die Art von Jenny und auch von Fabi sehr, ja, was soll ich sagen, schön. Also es ist so, man fühlt sich dann, als wäre man direkt dabei, weil die einfach kein Blatt vor den Mund nehmen und einfach, glaube ich, so sind, wie sie sind. Und das macht das Ganze halt auch irgendwie total angenehm zu gucken. Und mir gefällt einfach auch der Kuba Libre sehr gut. Jennys neues Pferd gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber irgendwie geht mein Herz doch ein bisschen zum Schecken. So, und dann zu guter Letzt auch schon. Rubinio B. und Quartas Rubin. Das ist die Christina Braunecker-Lang. Die gehört auch schon zu den ganz alten Hasen, also ich sag jetzt mal ganz alten Hasen, mit Damiana und Anja Mertens und so weiter und so fort. Aber die Christina gucke ich wirklich sehr gerne, weil die einfach auch eine sehr, ja, gute Sicht, finde ich, hat auf den ganzen Reitsport. Sie macht das mit ihrem Rubinio ganz gut und ich finde einfach, ihm geht es super bei ihr und wie sie sich einfach um die Pferde kümmert, finde ich gut. Jetzt hat sie ja noch den Jungen, den Quartas Rubin. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie so die Entwicklung von ihm sein wird und wohin so die Wege gehen werden. Und genau, ich finde einfach diese Jungpferdeausbildung total interessant und deswegen gucke ich da auch öfter mal rein. Ja, das waren meine Top 5 der Reitsport-YouTuber Teil 2. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht kennt ihr ja doch wieder den einen oder anderen Reitsport-YouTuber, den ich hier aufgezählt habe. Und vielleicht habt ihr aber auch noch Reitsport-YouTuber, die ich noch gar nicht kenne. Also schreibt mir doch mal, wenn ihr gerne guckt. Genau, und dann wird es ab nächste Woche oder übernächste Woche mit den
YouTube-News aus dem Reitsport losgehen. Da könnt ihr mir auch auf jeden Fall schon mal schreiben, ob ihr da vielleicht Wünsche habt, was ich euch unbedingt vorstellen soll. Und ob ihr vielleicht Newcomer kennt, also so bis 2000 Abonnenten, der mal erwähnt werden sollte bei mir. Und genau, schreibt mir einfach alles unten in die Kommentare. In der Infobox sind alle Kanäle verlinkt und auch der Shop verlinkt, wo ihr dieses schöne Poloshirt mit dem kleinen Pferdchen hier kaufen könnt. Und dann sage ich erstmal bis zur nächsten Woche. Ciao!